Du hast einen Pin-Up, so, so. Ja, hier, geil, guck mal. Guck mal hier. Cool. Cool, nimm mir mit. Der, aber die sieht aber auch schon ein bisschen nach Zombie aus, oder? Ja, ist ja ein Pin-Up-Zombie. Ja, aber da haben doch die Menschen noch gelebt, dann hängt man sich doch nicht sowas. Du das weißt. Ist cool. Ja, Mega Crush. Removes Dysentery. Aha. Ah, ein Erfrischungsgetränk habe ich hier. Mhm. Leider nicht gefunden, was ich wollte. Okay, das ist wohl mein Bike. Du hast das Pfeilkabinett gar nicht gelootet. Nee, ich habe so das eine oder andere jetzt gerade mal. Da waren noch zwei Ketten drin. Okay. Nee, das ist mein Bike hier, oder? Das hier muss deins sein. Nur du kannst in dein Bike aufsteigen, wenn du dein Schloss reingemacht hast. Oh, Tatsache. Ach, okay. Siehst du? Oh, die Chains stecken nicht. Das ist ja doof, ey. Das nimmt ja richtig Platz weg hier. Mhm. Naja. Die stecken ja gar nicht. Ist ja unpraktisch. Weil ich habe jetzt echt Inventar mit Scrap-Steel und sowas voll. Gucken. Wenn was Gutes droppt, dann schmeiß ich's weg. Stoppe mal. Ja? Warte mal. Bleib mal hier. Dann wollen wir hier ins Militärcamp? Du hast es gleich gegenüber. Warte mal. Weil wir machen jetzt was Folgendes. Pass auf. Ich werfe jetzt dir erstmal eine Kiste auf den Boden und da müllst du dich komplett rein. Hm. Und dann stacken wir auf die Art und Weise, ne? Ja. Da, 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 da. Spoiled drink. This drink has gone sour. You can fill these bottles like an empty jar. You can drink it if you don't care of consequences. Flashback-Nägel, okay. Den schmeiß ich lieber weg. So. Was? So, spoiled drink? Auf keinen Fall. Doch, habe ich weggeschmissen gerade. Okay. Warum? Das ist ein Glas. Hast du dich komplett ausgebildet? Ich verschwende doch. Nur bedingt hier. Ich habe ja Sachen in meinem Minibike schon getan. Ja. Alles raus. Wir teilen jetzt das alles und dann können wir das sozusagen, ja, wenn wir das einmal sortiert haben. Ein Spoil-Drink, ich schmeiß doch keinen Taschenplatz für ein blödes Glas weg, weißt du? Wir stecken doch jetzt alles. Ja. So. Wollen wir die da erstmal drin liegen lassen, erstmal sammeln und dann weiter richtig, hier drin richtig, stecken? Richtig, genau. So, sag mal, kann man jetzt die Minen noch entschärfen? Kann man nicht, ne? Oh, die Chains. Du? Minen entschärfen kann man nicht mehr, ne? Nein. Nanu. Man kann die doch aber normalerweise abschießen. Ja. Ja, meine ist nicht hochgegangen hier. Ich habe sie einmal voll getroffen. Alles klar. Läuft doch. Ja, da links ist noch eine. Warte mal, Vorsicht. Ich schieße da jetzt drauf vor dir. Naja, so nah dran waren sie jetzt nun auch nicht an dir. Das würde ich jetzt auch nicht machen. Nein, du es nicht. Denk an unsere Freundschaft. Aber diese Militärcamps lohnen sich nicht mehr wirklich großartig. Ne? Wieso nicht? Ja, da stand doch normalerweise stand doch immer in diesem Rondell, wo du laufen konntest, auf jeden Fall eine Munitionskiste. Und es ist auch immer noch eine Munitionskiste da. Der liebe CPL, ein langjähriger Zuschauer, von dem ich mich auch leider bald verabschieden muss, schreibt mir gerade, ganz einfach, ich kann die ganz einfach mit einer Pickaxe entschärfen. Einfach nur draufschlagen auf die Minen. Ach ja, das ist ein guter Tipp. Ja. Geil, ich bin ganz drauf gekommen. So sind die. Hast du schon den Eindruck, dass du, dass du schon beliebt bist bei deinem Chat oder so? Nein? Weißt du nicht. Naja, doch, vielleicht jetzt nicht. Sie sind ja noch da, ne? So. Sind schon irgendwie nett, ne? Irgendwie. Naja, sie sind halt da, ne? Ja, ich verstehe. So schlimm ist mich nicht los. Ah, Mensch, so. Wollen wir die Nacht hier bleiben? Also vielleicht nicht im Zelt, aber... Nee, wieso? Weiß nicht, keine Ahnung. Hier ist die Munitionskiste. Können wir nachts zurückfahren? Ja, guck mal nach. Ich nehme gerade noch ein bisschen Stoff mit hier. Nichts drin gewesen? Das sag ich dir gleich. 34 Schuss, 9 mm. Ja, besser als nix, ne? Ja, klar.
Camp ist leer, oder? Hier ist keine. Nee. Habe ich auch noch nicht gesehen. Komplett leeres Militärcamp. Aber wie gesagt, so überzeugt bin ich von den Dingern auch nicht mehr. Ich hatte mal 3 geplündert im Solo und habe da nicht, glaube ich, nicht gar nichts Gutes drin gefunden. Mhm. Also hier sind 2 Munitionskisten, ne? Ja, mach die andere auch mal auf. Ja, ja, bin dabei. Ich hole gerade Stoff hier. Leeres Camp mit 2 Munitionskisten läuft. Kann man immer mal mitnehmen, schadet ja nicht. Ah. Jetzt haben wir 762, 22 Schuss. Okay. Eigentlich um einen Menschen zu sehen, der noch älter ist wie ich. Ah ja, sehr schön. Das stimmt. Oh shit. Ja komm, dann los. Ach Mist, es gibt keinen Stahl, es gibt nur Forged Iron für die Munitionskiste. Ja, Stahl kriegst du doch auch so nicht raus. Oder? Doch, ich habe Stahl bekommen. Ja, doch, hat geklappt. Gibt auch Stahl. Das heißt, ich kann meine Ranch schon mal ein bisschen reparieren. Ich gehe jetzt gerade an die andere Munitionskiste. Vor zum Geist sind wir denn hier reingekommen. Von der Tankstelle aus, okay. Mhm. Max, hab's gerade gelesen, alles cool, alles gut. Ich glaube, der Stacheldraht funktioniert. Ich glaube auch, dass der Stacheldraht noch funktioniert. Ich war mir nicht so ganz sicher, aber. Oh. So. Das klappen wir aber. Das klappen wir auch. Oh, Antibiotika gefunden. Die werfe ich gleich mal ein, weil ich infiziert bin. Obwohl, okay, nee, willst du nicht auf Honig warten? Ja, das spare ich mir. Jawohl, auf der anderen Seite, wer von uns wartet denn 2 Tage, bis wir in dem zweiten Stadion sind? Dann kann man doch theoretisch auch das Antibiotikum nehmen, oder? Von der Idee her, oder? Meinst du nicht? Ja, wenn der Honig gereicht hätte. Ja, der Honig reicht. Aber wann willst du das Antibiotikum jemals nehmen? Weil, du manchmal. Du wartest doch keine 2 Tage absichtlich, ja, damit die Seuche so weit. Alles gut. Nee, ja, ich nehme zu Hause den Honig, aber da hatte ich gar kein Problem mit. Ich fahr mal, die Kiste? Erst nochmal Nachbarhäuser looten oder erstmal so ein bisschen die Kiste auf oder warte mal, wir machen es mal folgendermaßen. Ich nehme ja schon mal das Wertvollste aus der Kiste raus. Klar, und ich krieg den Schrott. So. Nö, du kannst dann entscheiden oder du nimmst und dann fahre ich nämlich schon mal heim. Mir ist egal. Ach so, ja, nee, dann mach das. Du willst nicht noch hier weiter looten. Willst du Painkiller und Wasser behalten? Willst du das gerade einwerfen? Brauchst du das? Ich habe noch 2 Painkiller und 15 Wasser. Kannst ruhig mitnehmen. Aber ich gebe dir noch ein leeres Glas mit. Die Wenn Gläser du noch Wasser und Painkiller hast, dann bitte nimm die beiden hier noch raus und dann habe ich schon mal weniger zu schleifen. Guck mal, dass du dich auch aufskeppen kannst. Ist ein Argument. Warte mal, dann trinke ich mal eben das eine Wasser. So. Painkiller. So. Pass auf, ich nehme alle Sachen, weil ich hier noch ein bisschen loote, nehme ich alle Sachen mit, die stacken könnten, ne? Irgendwie Electrical Parts. Ach okay. Die kannst du mitnehmen, genau. Ja, die kannst du. Ich nehme das Iron mit. Iron nehme ich auch, weil ich bringe das jetzt dann heim zusammen mit Bauteilen. Dann scrap ich nämlich gerade, während du was anderes, wo du sagst, so Sachen wie Wasser. Dann nehme ich Öl, Bier, so die Munition, Bullet Casings, Duct Tape, das mache ich. Das nehme ich dann, Papier nehme ich noch, Plastik, Cash kann ich mitnehmen. Das ist ja, Das Hunting Knife-Buch kannst du doch lesen sonst einfach, oder? Wenn du sagst, dass es okay ist, dann lese ich das. Ja klar, warum nicht? Dann. Ist doch eigentlich egal, wer es herstellt, oder? Aber dann, weil da können wir uns ja Taschenplatz sparen. Okay, habe ich. Also ich habe hier auch noch, ne? Flaming Error, Leatherhood Schematik. Flaming Error kannst du selber lesen, das ist eigentlich auch völliger Mumpitz, Flaming Error, weil wir haben Molotov-Cocktails, die sind 10-mal besser als ein Brandfein. Und Exploding Crossbow-Bowl Schematik habe ich. Die sind wieder gut, aber dann liest du es ruhig. Ja, genau. Dann kannst du die wenigstens herstellen. Und Lederkopfbedeckung lese ich auch einfach mal. Ja, genau. Ein Buch über Wandfarbe, das lese ich auch mal eben einfach.
Also für die Deko hier nur. Und hier dieses Natural Gas Energy Book, das kannst du dann gerne, gut, wenn du möchtest. Irgendwie. Okay, ja. Ich habe hier noch ein Shopping Basket und ein Small Engine 398er, den lasse ich mal in meinem Minibike. Ne? Ja, die eine Engine, eine kleine Engine nehme ich noch mit, wegen dem Betonmixer. Dann stelle ich schon mal daheim einen Betonmixer her. Das Lederhandschuhrezept, was hier in der Kiste noch liegt, das kannst du auch gerne lesen. Lies das. Nee, ich hab das schon. Ach so, okay, dann lese ich's gerade. Also nimm mal mit, was du mitnehmen möchtest, und ich hol dann. Ich hatte noch so einen Gedanken, dass da vielleicht noch Minen sind, als ich hier gewendet habe. Facepalm, du bist nicht in die Minen gefahren. Ich dachte mir, das sind Steine oder irgendwas. Pass auf, fahr mal nach Hause, holst du mich mal ab. Okay. Oh mein Gott. Gott, Schettler, das zu lachen. Ja, glaube ich. Ich habe selten so viele 3, 2, 1 Fail-Icons gesehen. Aber das macht sich jetzt gerade überall jetzt, ja. War klar. So. Dell 9 Astrak 3 Tode. Ja, weil Astrak immer nur geradeaus fährt mit seinem Minibike. Mal was anderes, weißt du? Genau, gib mir die Schuld. Rest kannst du behalten. Die Saat nehme ich auf jeden Fall mit. Die könnte wichtig sein. Das Poster muss ich mitnehmen. Das finde ich total schade. Das Poster musst du mitnehmen. Ja! So, unbedingt. Ist das Motorrad denn auch Schrott? Nehmt ihr ein Repair-Kit mit. Könnt ihr doch noch vor mir sehen. Einfach Multi, Mr. Longline, Multi eingeben oder unten auf den Link klicken und dann kannst du bei beiden gleichzeitig mitgucken. Ist viel cooler. Also pass auf, ich gehe zu deinem Moped und schau nach. Was heißt Repair-Kit mitnehmen? Ich gehe doch jetzt nicht zu Fuß darüber. Das ist ein bisschen weit. Ich kann nicht in dein Moped gucken, weil du ein Vorhängeschloss drin hast, nur du kannst in dein Moped gucken. Ja. Dafür habe ich fast alles aus der Kiste rausgekriegt. Da sind noch zwei unwichtige Sachen drin. Dann komm du doch einfach mal zurück. Ich komme zurück, ich leere mich aus und du nimmst das Moped von mir und dann genau, und so weiter. Fahre ich hin und dann. Genau, du kannst in der Zwischenzeit ein bisschen Maul auf den Pfeil halten, irgend sowas. Ich kümmere mich jetzt gerade erstmal um mein Wohlbefinden hier. Erstmal viel essen, erstmal viel Fleisch essen und bis zur Oberkante unter den Betrinken und dass du wieder halbwegs beisammen bist. Ja, genau. Und das da oben war ein Händler? Nee, ist egal, ich fahre jetzt erstmal an. Das ist ein Händler, ja? Ja, ich bringe dir jetzt erstmal das Bike. Well, du faule Socke, komm aus der Hocke. Ja. So, meine Güte. 3-2-1 Fail sehe ich hier auch. Konnt ihr nicht mit Hunting Knife Spiere? Ja. Aber er hat doch gerade erst das Hunting Knife Book gelesen. Sobald Well da ist, kriegt er natürlich ein Speer mit einem... Ja, ich bin schon da. Also sobald ich bei ihm ist... schon da. So. Genau, sobald ich bei ihm bin, dann machen wir natürlich ein Hunting Knife. Und dann machen wir laut Queste natürlich dann auch ein Hunting Knife Spare. Genau, ich Forge nur das Hunting Iron, Knife 16 herstellen. Forged Iron brauchen dafür, die hole ich schon mal aus der Schmiede raus, die Forged Iron 16. Genau, du kannst nochmal in der Schmiede, wenn du magst, so 50 oder 60 Forged Iron nochmal in Auftrag geben. Ich muss ein klein bisschen drauf warten, bis der Server sozusagen ein bisschen hinterherkommt mit der Landschaft. Das ist gerade so ein bisschen schwierig für ihn. So, also ich habe erstmal die 16 Stück für die Hunting Knives, dann kommen 458 Zement und dann kommen aber 50 Forged Iron, so in der Reihenfolge. Ja. Das dauert jetzt ja ein bisschen. Ja. Die Minen kann man mit der Hacke entschärfen, nicht mit dem Moped. Das stimmt ja gar nicht. Mit dem Moped kannst du die auch entschärfen. Die eine Mine, die ist jetzt safe. Da passiert nichts mehr. Ja. Die ist safe. So sehe ich das auch. Nee, brauche ich ja gar nicht. Ich bin noch hier. Genau, ich bin noch schon satt hier. Sehr schön. Früchtebuff haben wir auch. Ja, man sagt doch nicht umsonst, der Abstand zwischen zwei Minen ist ein Well. Well.
Straße ist in Fallout entstanden. Okay. Ich habe richtige Lichterketten hinter mir hergezogen, wenn ich da durchgelaufen bin, weil ich habe die Minen alle erwischt. Fallout nicht gemacht, nicht gespielt. Ich mag zwar dieses Endzeit-Thema und Szenario, stehe ich ja voll drauf, aber in Verbindung mit diesem Retro-Look, das war nicht so meins. Mhm. Das ist ja so 60er, 70er Jahresstil. Ja, 60er, genau. Ja, und das ist dann nicht so für mich das Optimum gewesen. Richtig, ich wollte ja... Genau, das wollte ich ja gemacht haben. Oh, ist der schnell. Warum siehst du mich so garstig an? Sprich. Stahl können wir noch nicht herstellen, ne? Noch nicht, weil noch keiner gelernt. Also erstmal haben wir jetzt Zement. Du kannst aber, wenn du so lieb bist, in der Fort schon mal wenigstens 50 Zement in Auftrag geben. Das würde mir vollkommen reichen. Habe ich doch 500, habe ich doch hier eben auch gerade gesagt. Ja. Ah, super. Ist sowas von in meinem Spatzenhirn untergekommen. Hast du denn Toolsmithing schon auf 6? Oder noch nicht? Ich? Also könntest du Stahl lernen oder nicht? Muss ich gleich mal gucken. Ich bin jetzt zu Hause. Ich höre dich. Ja, und jetzt werde ich mich erstmal hier in diese Kiste entmüllen. Ratten. Ich höre Ratten. Was? Ratten? Ratten. Seriously, vielen lieben Dank für das Abo. Wie, wir haben Ratten? Aber die sind doch bestimmt klein, oder? Wo sind sie denn? Gut, im Zaun. Ich habe nämlich auch einen Spike kaputt gehen hören. Müssten zu sehen sein. Seriously? So. Wo ist die Ratte? Wie oft musst du nach hinten, damit alle Minen geräumt sind? Ey, Leute. Hier sind Spike kaputt. Da sehe ich aber noch keine Ratte. Hier sind Spike kaputt. Da ist die Ratte. Also wenn du mal nach Stahl, wenn du, pass auf, ich fahre jetzt mal mit dem Minibike eben los und hol mal eben mein Minibike. Ja genau, ich habe das Ding draußen, du kannst also das Minibike benutzen. Ist leer oder? Ja, ich habe es geleert. Das kann ich doch ganz einfach auseinandernehmen dann, ne? Ja, ja, ganz normal. Okay, gucken wir mal. Ja, kannst du mal über Nacht gucken, ob du Toolsmithing schon auf 6 hast oder wie das aussieht. Sag mal, wenn man ganz viele Steinäxte herstellt, müsste man doch eigentlich auch Toolsmithing noch skillen, oder nicht? Toolsmithing habe ich auf 5 ja, aktuell. Okay. Oder wo die skillt man das momentan? Doch was nur denn? Durch Herstellen, ne? Von Werkzeugen, ne? Von Tools, ne? Oder? Oder durchs Benutzen ja nicht, ne? Oder doch? Oder durch die Wrench? Nee. Wo die skillt man das? Wrenchen ist wieder dieses Bad Mechanic. Ja, wodurch skillt man Toolsmithing eigentlich noch? Eigentlich kann man die Sachen doch gar nicht mehr scannen. Da muss man doch manuell Punkte eigentlich reindrücken, oder? Ach ja, klar, Toolsmithing druckst du ja manuell den Punkt rein, ne? Ja, genau. Ja, du bist ein paar Level weiter. Ja, dann fällt Stahl wahrscheinlich dann in deinen Aufgabenfach, ne? Okay, weil du hast ja einen deutlichen Vorsprung. Ja, mach ich dann. Ich konnte letzte Folge habe ich, glaube ich, irgendwann, letzte Nacht habe ich irgendwann mal einen vierten Punkt reingesteckt, bis ich den fünften und sechsten. Das ist ja levelspezifisch. Ich glaube, ab Level 30 oder 40 kannst du dann den nächsten oder sowas wahrscheinlich reinpacken. Ne? Was ist denn hier, was hier nicht reingehört? Ich hoffe noch, dass ich zu meinem Minibike hinkomme, bevor es 22 Uhr ist. Das wäre sonst echt uncool hier. Ja? Das will ich ja hoffen. Bevor es 22 Uhr ist. Oh, weißer Puma. Wow, da hat mich auch irgendwas angeschrien. So.
Nein, 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 nein. Ah, mein Schatz, unglaublich. So, jetzt wollen wir erstmal. Das Chassis kann ich nicht aufnehmen, ne? Doch, wenn alles andere aufgehoben ist, dann kannst du das Chassis per Hand aufnehmen. Alles klar. So, bin wieder unterwegs. Okay. Meine Güte, ey. Okay, da muss ich hin. So, ach ja, es ist übrigens. Es ist soweit. 22 Uhr. Ah. Ja. Na dann. Na dann.